Gestern 3-1 gegen Paderborn gewonnen. Die erste Halbzeit war sehr überzeugend. War das bis jetzt die beste Halbzeit der Saison? Ich würde ja sagen, weil wir uns endlich mal belohnt haben. Ja, durch die Chancen hatten wir direkt mit der ersten Chance direkt das Tor gemacht. Und ja, also ich würde ja sagen. Yes, it was a very good first half. I think was almost perfect. We did everything good. We have the ball. We scored a lot of goals. We was compact in defense. Was complete the first half for me. Was the best of this season. Yeah. Jens Kastrop gestern glattrote Karte bekommen. Kostet das einen Kasten Bier oder wie sieht bei euch der Strafenkatalog aus? Ich weiß gar nicht, was die Strafe dafür ist, aber ich glaube, die anderen lassen sich auf jeden Fall was einfallen. Also wird er nicht ungeschoren davon kommen? Ich glaube nicht, nee. The upcoming week is an international break, so you don't have a game in the league. Are you happy to have a free weekend to spend some time with the family or something? Or would you rather have a game so the flow, the rhythm is continuing? I want to have a game because I was for a long time injury and with the red card and everything, so I don't have the continue the what I want. So I want to play if I can play this week, I want to play. But yeah, we have the time to have the break with the family and with good times. So also it's important. Du bist für die U21 nominiert worden, für die Nationalmannschaft. Was ist es für ein Gefühl, da das Deutschland-Trikot zu tragen? Ja, es ist ein unglaubliches Gefühl, das Trikot zu tragen und ja, einfach eine Ehre. Wie läuft sowas ab? Wird das wieder in die Medien berichten? Wird man da angerufen einfach vom Trainer oder wie hast du das ab damals erfahren, als du das erste Mal nominiert wurdest? Also beim ersten Mal wurde ich angerufen und jetzt beim zweiten und dritten Mal einfach eine Nachricht vom Trainer, dass ich dabei bin und dann kriegt man ja die offizielle Einladung und dann weiß man es. Gestern dann 3-1 Sieg und Can hat seinen 18. Geburtstag gehabt. Was wurde dann auf der Heimfahrt mehr gefeiert, der Sieg oder doch der Geburtstag? Yeah, we was a little bit tired of the game. Yeah, so yeah, we was watching games and yeah, we was talking, but no big party because we was a little bit tired. Yeah, yeah. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil ich hatte Dopingkontrolle, aber ich glaube beides. Perfekt, danke. Gerne.